Jo moin Leute, herzlich willkommen zu Penny DEL Saison 2022-23 mit den Predictions am 33. Spieltag. Los geht's. Alle Spieler live bei Magenta Sport. Heute um 19.30 Uhr. Düsseldorfer EG gewinnt gegen Adler Mannheim 3:1. Dann die Löwen aus Frankfurt schlagen die Nürnberger Eisteig. Nürnberg Eistigers 2:0. Iserlohn Roosters gewinnt 3:1 gegen Pinguine Bremerhaven. Straubing Tigers unterliegen zu Hause die Bietigheim Steelers mit 1:2. Kölner Haie gewinnt gegen Augsburger Panther 3:2 nach Overtime. Und morgen um 19.30 Uhr ERC Ingolstadt unterlegt Schwemminger Wild Wings 1:2. Und Güssli Wolfsburg gewinnt gegen Eisbären Berlin mit 3:1. So, das war's vom 23. Spieltag mit den Predictions der Penny DEL. Saison 2022-23 Prediction. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, vergesst kein Abo, dann nehmt es das Glöckchen, das nicht vergisst und aktivieren, dann verpasst ihr keine Benachrichtigung auf diesem Channel. Gut, hoffe, ciao.